Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Vaporum. Jo, wie man sehen kann, ich habe mich dazu entschieden, jetzt als neues Sonntagsprojekt fürs erste Vaporum beizunehmen. Weil ich muss sagen, das Spiel gefällt mir sehr gut, das Setting und alles. Also das gibt es ziemlich selten, dass wir so ein geiles Steampunk-Setting haben. Auch die Atmosphäre und alles ist geil. Jo. Gut, wir machen weiter. Wir haben auf dieser Seite hier das Wasser aktiviert. Das müssen wir jetzt noch auf der anderen Seite, also dieser Seite hier, machen. Hi, Kumpel. Okay, soweit kann ich nicht schießen. Soweit kann ich schießen. Komm, geh auf ein Feld. Jawohl. Das ging sogar ziemlich leicht. I need a key. Jo, dafür brauche ich den Fumium Key, okay. Und ich sollte mich auch halt an den Wänden umschauen nach Secrets. Wie zum Beispiel diese Tür ist etwas suspekt, aber ich denke mal, dass das einfach wieder so ein Zurückgang ist. Weil wir können ja in den Statistiken netterweise sehen, wie viel Secrets es auf diesem Level gibt. Insgesamt gibt es 28, das ist nicht so viel. Also in Grimrock gibt es mal fast, glaube ich, sogar das Dreifache an Secrets. Was aber jetzt nicht viel heißen mag, das heißt, es gibt nur halt wenige Secrets pro Level. Was aber auch nicht so schlimm ist. Au. Ich hasse dich, nerviges Vieh. Deswegen stirb einfach. So. Munition. Also ja, die ballernden Viecher, die können böse gemein sein. Ich sehe dich, Druckplatte. Aha. Dann weichen wir halt mal so aus. Okay, da ist was zu sehen. Da ist ein Beutel. Au. Naja, komm. Mit dir kann ich mich anlegen. So, au, das hat jetzt wehgetan. Ein Brick. You can drop any item oder werfen. Ja. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den Brick hier rüber werfen. Genau. Dass ich den Hebel aktivieren kann. Ha? Nett. I need a key. Ja, und dafür brauche ich einen Goldschlüssel. Okay. Das ist Our Gebiet. Golden Key. Okay. Soulmate. Ja, und ab jetzt versuche ich mal auch auf Deutsch zu übersetzen. Die Texte im ersten Durchgang habe, also in der ersten Aufnahmesession habe ich alles auf Englisch gemacht, um einfach mal Zeit für das Let's Test zu sparen. Aber hier. Mein Vorgesetzter Mr. Bench sieht aus wie ein zuverlässiger Typ. Er hat einen guten Sinn für Humor und all das. Aber ich kann ihn nicht zu nah an mich ranlassen. Ich kann niemanden nah an mich ranlassen. Nicht nachdem ich meine Seelenverwandte Lisa verloren habe. Sie war so strahlend und warm.
Sie hat aber ihre Nase zu tief in die Fumium-Forschung reingesteckt. Ich hab sie gewarnt, aber sie wollte nichts hören. So nun. Ich habe beschlossen, mich selber der Arbeit zu verschreiben. Arbeit und nichts anderes. Das lenkt mich ab und hält die schlechten Gedanken im Zaun. Ben Kinley Tellier. Mhm. Und das Ding? Today is the most beautiful day in my life. I found out that I'm pregnant. Marcus and I will have a baby. But still, raising a child here in the tower, I'm not sure how I feel about that. I will have to protect it from the effects of the Fumium. The thing is, I'm starting to doubt that we really know anything about its power or influence. I'm pretty sure, though, that if it proves to be dangerous to the baby, Marcus and I will go back to the capital island. We'll be a family, and that's much more important than any research or benefits from the Bureau. Ja, also da war auf jeden Fall jemand schwanger. War das sogar Lisa? Nee, das war Laura Wyke. Okay. Von Ben Kinley haben wir jetzt alles gefunden. Von wem fehlt uns noch was? Der Axpedia auf jeden Fall. Da fehlen uns noch zwei Effekte. Und halt hier ziemlich viele Aufnahmen. Gut, gucken wir noch hier rein. Ein rostiger Helm und Worker Gloves. Die Worker Gloves nehme ich einfach mal so mit, weil ich es kann. Den Helm setze ich auf. Weil die Worker Gloves, die bringen nicht wirklich was. Ich meine, 10 Integrity kriege ich auch schon durch meine Gloves und ich habe noch plus 10% Resistenz drauf. Ja, es bringt mir halt nicht viel, weil da ich die Crowbar nicht mehr equipped habe. Aber die Resistenz ist halt schön. So. Schlüssel habe ich. Schlüssel wird eingesteckt. Ach nö. Du bist ein nerviges Vieh. Wo bist du hin? Ernsthaft? Wo ist das Vieh hin? Ich hab's nicht getötet. Hä? Hallo, zeig dich. Dann eben nicht. Gut, damit habe ich die Druckplatte zugemacht. Noch mehr Notes. Blazing Blowtorch. Hm. Gegner in Flammen aufgehen lassen. Also die Dinger, die behalte ich auf jeden Fall im Inventory. Bei anderen Sachen muss ich dann gucken, dass ich aussortiere. Burning Effect und Roachling. Burning Effect. Wenn sie brennen, nimmt das Ziel und nahe Verbündete Schaden über Zeit. Gegner, die selber Burning verursachen können, sind resistent gegenüber Burning und ihre Effekte. Wir haben Kühlenschaben entdeckt. Hier im Arx Vaporum. Oh, neue Person. Sie mussten ihren Weg hier reingefunden haben mit den Vorräten von Früchten und Gemüse. Wir haben schnell entschieden, sie auszulöschen. Aber Laura kam dann mit einer seltsamen Idee oder einer verrückten Idee. Lass uns sie zum Forschen benutzen.
Wir fütterten Fumium behandelte Fruchtreste oder Fruchtstücke zu diesen kleinen Pestkreaturen. Ah, klein. Sie wachsen sehr schnell. Also das sind Küchenschaben gewesen. Wir müssen Käfigzellen für sie bauen. Nachdem sie angefangen haben, uns anzugreifen. Sehr agil, sehr schnell und hart einzufangen. Ich hoffe, diese Roachlings werden nicht zu stark, um aus den Zähnen aufzubrechen. Das Überwachen ihres Wachstums und ihres Verhaltens ist unglaublich. Aber sie sind ein Risiko, was wir nicht kalkulieren können, befürchte ich. Jane Shane, Substance Field Assistant. Okay, die haben hier mit dem Fumium wirklich Experimente an Cockroaches, also an Küchenschaben gemacht. Gut. Au. What a nerd. Mist, ich hab vergessen zu speichern. Auch gut. So. Schock ruhig. So. Du bist schon mal hinüber. Dann können wir ja gucken, wo die Küchenschabe abgeblieben ist nachher gleich. Au, du warst der, der rumballert. Ja. Ich kann auf dich einschlagen, weißt du? Ah, hattest sogar mal mehr Munition dabei als beim letzten Mal. Okay, ich sollte wirklich öfter speichern. So. Den vorbeilassen und weiter im hier. Ja. Jetzt kann ich eigentlich die ganze Zeit zurückgehen. Dem Ding eine mit der Pistole verpassen. So. Tschüssikowski. Achso, das ist Handgun and Rifle Stabilization. Hey. Habe ich. Melee-Weapon sollte ich mal reinnehmen, wenn ich hier gleich nämlich gegen das Vieh nochmal kämpfe. Ja. Das fand ich, habe ich halt gesagt, finde ich ein bisschen schade an dem Spiel, dass Gegenstände einfach in Säcken angezeigt werden und nicht, Today is the most beautiful day in my life. I found out that I'm pregnant. Marcus and I will have a baby. But still, raising a child here in the tower, I'm not sure how I feel about that. I will have to protect it from the effects of the Fumium. The thing is, I'm starting to doubt that we really know anything about its power or influence. I'm pretty sure, though, that if it proves to be dangerous to the baby, Marcus and I will go back to the capital island. We'll be a family, and that's much more important than any research or benefits from the Bureau. Ja, das kennen wir alles bereits. Dann mache ich jetzt hier nochmal ein Quicksave. Öffne die Tür. Geh rein und verhau das Teil. Au. Oder es verhaut mich. Weil es halt doch ein bisschen stärker ist als erwartet. So, 10 Fumium, okay. So, damit machen wir hier alles wieder auf.
Ja, hier war halt das Problem. So, will ich den Brenner statt dem Schocker? Nein, der Schocker ist eigentlich besser, vor allem wenn ich hier in einem größeren Raum mit mehreren Gegnern kämpfe. So, das heißt, wenn ich hier drauf drücke, geht die Faltgrube wieder auf. Okay. Das heißt, ich darf mich eigentlich gar nicht drehen. So. Damit habe ich die Tür aufgemacht. Hab mir aber erstmal meinen Rückweg verbaut. Boah, Giftspucker. Boah, vor allem mit verdammt hoher Reichweite. Au, und der auch noch schummelt. Okay, er ist tot. Ja, Acid. Ein Repair Kit, okay. Brauchen wir noch nicht, weil das repariert 50% eigentlich. Wir sind noch nicht mal annähernd bei 50%. Ja. Offensichtlicher geht das wirklich nicht, hä? Ja, das hier ist also der Weg zurück. Da würde es weitergehen. Basic Protector. Neues Gadget. Munition. Ein Seil, okay. Acid Roach. Obwohl die Population der Kakerlaken ursprünglich keine Art von Säureattacke besessen hat, haben nun manche einen starken Spuckmechanismus entwickelt. Innerhalb ihrer Mandibles, was Mandibles auch immer ist, das ist mir jetzt gerade so fachmännisch. Der Ball aus Spucke tendiert dazu, in einen Pool aus Säure zu explodieren oder halt so, ja, zu platzen beim Aufprall. Sehr giftig. Mit möglichen Langzeiteffekten auf die Gesundheit. Ich denke, das hat etwas mit der Ernährung zu tun. Weil wir jeder Gruppe eine andere Art von Fumium-basierendem Essen verabreicht haben. Ich benötige mehr statistische Daten, um sicher zu gehen. Wieder Jane Shane. Jo. Acid Effect. When splashed by acid, targets healing and repairing capabilities are greatly reduced. And they take some damage over a short period of time. Enemies capable of spraying acid are resistant to all acid. Ja. Also ja, das brauche ich nicht auf Deutsch. In Deutsch übersetzen heißt einfach, ich heile weniger und nehme mehr Schaden über Zeit. Gut. Hier bin ich wieder beim Ausgang. Da wird garantiert so ein Viech nachher kommen. Bridge.
should be safe to cross now.